Du? Wie wollt ihr euch denn jetzt begegnen? Gar nicht. Aber für mich existiert sie nicht mehr. Sagen Sie es Mo, meine Frau. Bist du betrogen? Na und? Auf jeden Fall. Und es ist genau dieses Gen, das uns zu dem macht, was wir sind. Erfolgreich, gut aussehend und natürlich ungemein bescheiden. Wo kommt denn das her? Ich habe mich erinnert. Was soll das heißen? Meine Mutter, die hat mich angefasst. Als ich ein Kind war, die... Wieso fällt denn dir das heute ein? Das ist ja... Das ist ewig her, oder? Adam, der hat sich nicht gestoßen. Das war meine Mutter. Der stößt sich doch ständig irgendwo an. Was soll denn deine Mutter mit dem angestellt haben? Sowas gibt man nicht mal zu, wenn es wahr wäre. Komm, lass uns einfach nicht drüber reden. Markus, du hast damit angefangen. Komm, wir tun einfach so, als wäre es nicht gewesen. Was hat das mit mir gemacht? Was kann ich tun? Du warst immer so verschlossen. Wirklich? Was habt ihr gemacht? Wir haben gar nichts gemacht. Vergiss es nie, dass du lebst was eines anderen wie ich. Und dass du atmest, sein Geschenk an dich. Bei der Partnerwahl, haben Sie sich da mehr für eine Ehefrau oder für eine Mutter interessiert? Boah, das ist jetzt eine fiese Frage.